Matthias Domaschk aus Jena. Mit 23 Jahren starb er. Das Stasi-Protokoll, Selbstmord durch Erhängen. Was 1981 wirklich geschah, ist bis heute ungeklärt. Ich hätte jeden treffen können. Na, das ist ja das, ne? Worüber ich so viel nachgedacht habe. Ne? Und man wägt ja dann alles ab oder so und denkt über so viele Sachen nach. Ich habe auch an den Selbstmord ja nicht geglaubt. Das hat eigentlich keiner von uns. Denn so, wie als ich auch Mats erlebt habe, war er nicht in der Phase, wo man sich umbringt, wenn man eingesperrt wird. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Trauer, von Zorn, von ich weiß nicht, was passiert ist, ich will es aber wissen, das ist schon ein bisschen was, also ganz, ganz tief drin sitzt. Es hat halt zwei Dimensionen. Das eine ist die politisch-juristische und das andere ist ganz schlicht auch eine persönlich-menschliche. Ja. Er ist der Vater meiner Tochter. Und ich konnte bis zur Wende nicht an sein Grab fahren. Das war für mich auch ganz schwierig. Jena, Nordfriedhof. Das Familiengrab im denkmalgeschützten Urnenhain. Hier ruht Matthias Domaschk. Seine Freunde nannten ihn Mats. Er war neugierig, ausgelassen und fröhlich. Matthias wächst in Görlitz auf. Seine Mutter lässt ihn taufen, nimmt ihn früh mit zur Kirche. Er wird konfirmiert, ist aber auch Mitglied der FDJ. Als sein Vater eine Stelle im volkseigenen Optikbetrieb Carl Zeiss Jena bekommt, zieht die Familie nach Jena-Lobeda ins Neubaugebiet. Dort hält es der Teenager nicht lange aus. Er sucht Gleichgesinnte und findet die in der jungen Gemeinde Stadtmitte der evangelischen Kirche. Hier lernt Matthias auch die Vikarin Renate Groß kennen und lieben. Sie werden ein Paar. Das war einfach toll, so nah mit so vielen Freunden zusammen zu sein. Und die thüringische Landschaft lädt dazu ja nun wirklich auch ein. Also Wochenendes sind wir immer gewandert, fast jedes Wochenende. In Grünen finden sie Anfang der 70er Jahre einen Ausgleich zum eintönigen DDR-Alltag. Wanderungen, Musik, Partys, Leben in Wohngemeinschaften. Matthias fühlt sich wohl in dieser Truppe. Zur jungen Gemeinde gehört auch Blase. Peter Rösch mit dem Jimi Hendrix-Haar. Heute lebt der 52-jährige Restaurator in Berlin-Friedrichshain. Anfang der 70er Jahre haben sich Freunde und ich natürlich auch uns die Haare lang wachsen lassen. Und so wurden wir, ohne dass wir das vorher wussten, Außenseiter dieser Gesellschaft. Keiner wollte uns haben. Sie passen nicht ins Bild des DDR-Sozialismus. Jeans, Parker, Jesuslatschen. Thomas Grund, Kaktus, wie ihn die Freunde nennen, ist heute 52 Jahre alt. Er kam 1972 in die junge Gemeinde Jena, Stadtmitte. Irgendeiner sagt, du, da gibt es hier so einen Laden, so einen Schuppen von der Kirche. Da müssten wir mal hingehen. Da sollen ein Haufen Bräute rumspringen und Bier. Naja, natürlich, 17, also nichts wie hin. Wir kommen da rein und ich war erstmal geplättet. Es gab an diesem Abend eine Gesprächsrunde zum Thema Spießer und lange Haare. Und das hat mich, denke ich, so fasziniert, auch die Aufnahme dort. Und dass es alle so für mich Gleichgesinnte waren, dass ich dann, es gab dann eigentlich keinen Abend mehr, wo ich nicht da war. Pfarrer Walter Schilling aus Thüringen ist Jahrgang 1930. Der Theologe kämpft in der DDR für eine offene kirchliche Jugendarbeit. Seine langen Haare, ein Bekenntnis zur Szene. Er hilft Jugendlichen, die rebellieren. Wir haben damals ja den Ersten gesagt, junge Leute machen Schwierigkeiten, weil sie Schwierigkeiten haben. Und das ist es. Und die Schwierigkeiten, die sie haben, muss ich sehen. Die junge Gemeinde Jena Stadtmitte heute. Noch immer ein Treffpunkt für Jugendliche, die anders sind. In den 70er Jahren verbrachten hier Studenten und Lehrlinge gemeinsam ihre Freizeit. Sie nutzten den offenen Raum der jungen Gemeinde, weil sie mehr wissen wollten, als der Staat erlaubte. Sie trafen sich nicht nur in der Kirche, sondern auch in den eigenen vier Wänden. In unsere Wohnung haben wir vor allem Lesungen verlegt, dazu eingeladen, weil wir ein relativ großes Wohnzimmer hatten. Und da konnten also gut 30 oder auch mal 40 Leute sitzen, auch wenn wir nicht so viele Sitzgelegenheiten hatten, gab es halt einen Fußboden. Matthias und ich und noch andere Freunde, wir waren in einem Lesekreis,
wo wir uns damals dann auch mit solchen Sachen wie Staatenrevolution von Lenin befasst haben. Und bei solchen Sachen haben wir dann gemerkt, dass zwischen dem theoretischen Anspruch und der Realität unheimliche Widersprüche waren. Kritisches Denken, das ruft die Staatssicherheit auf den Plan. Die observiert auch die Wohnung von Renate und Matthias. Dissidenten wie Jürgen Fuchs und Lutz Rathenow geben dort heimlich Lesungen. Alle Themen, die irgendjemand in diese Gruppe bringt und sagt, das halte ich für nötig, dass es hier besprochen wird, das war dran. Also alles, was zum Leben dazugehört. Das haben wir auch später, als die Kirche immer wieder gesagt hat, Leute, ihr könnt doch hier nicht alles machen, haben wir gesagt, doch alles, was zu diesem Leben dazugehört. Jesus hat auch nicht ausgegrenzt. Er hat gesagt, jedes Problem gehört hierher und muss von denen, die damit zu tun haben, beredet und behandelt werden. Jena, Mitte der 70er Jahre. Immer mehr Jugendliche wenden sich von den Partei- und Staatsparolen ab. Das haben sie vorher gar nicht so ganz mitgekriegt. Die subsumierten das so ein bisschen unter aufmüpfigen, dummen Jugendlichen oder so. Und dann merkt man auf einmal, das ist ja viel mehr. Da steckt ja ein Wollen dahinter, ein Bewusstsein. Und das war für sie anscheinend dann gefährlich. Und da fing dann die Repressalien an. 18. Januar 1975, Jena, Gartenstraße 7. Wegen Ruhestörung stürmt ein Polizeikommando eine Party. Die Szene soll kriminalisiert werden. Intern allerdings spricht die Stasi von staatsfeindlicher Gruppenbildung. Da wurden Leute verprügelt, in die LKWs geschmissen und zu Verhören gefahren und so. Und wir haben gesagt, das kann natürlich nicht sein. Und hatten damals noch so ein Gerechtigkeitsgefühl. Und haben dann Briefe geschrieben an Erich Honecker und alle möglichen Leute und haben gesagt, das kann nicht sein. Da gab es also große Sammelaktionen, um die Ordnungsstrafen zu bezahlen. Und das war die jetzt so für mich erste größere jenaweite Solidaritätsaktion, wo sich ganz viele Grüppchen und einzelne Leute beteiligt haben, um den Freunden in der Gartenstraße dort finanziell zu helfen. In Jena reagieren immer mehr Studenten und Lehrlinge wütend auf die Repressionen. Sie diskutieren über Alternativen zum Arbeiter- und Bauernstaat. In der Abiturklasse von Matthias Domaschk sind solche Themen tabu. Bei Pfarrer Walter Schilling wird offen und frei darüber gesprochen. Ich habe auch bei ganz sehr ernsthaften Themen, das ging ja mitunter sogar bis zu biblischen Themen, auch das kam vor, habe ich mittendrin erlebt, dass dann irgendeiner einen ganz wunderschönen Witz riss und auf einmal lachte die ganze Bande wieder. Und dann ging das ernsthafte Thema wieder weiter. Ich denke, das war gelebte Ganzheitlichkeit. Der Mensch ist nie nur ernst und er ist nie nur lachend. Sie sind Rebellen. Der Sound der Zeit gehört dazu. Matthias spart monatelang auf ein Tonbandgerät. Ich weiß, dass in den 70er Jahren gab es für mich so einen kleinen Heimaltar, das war das Tonbandgerät mit den Bändern. Da hockte man dann immer davor und hat sich gefreut, dass alles so schön war. Und da war natürlich die Rockmusik, vor allen Dingen aus Westeuropa oder so, was ganz wichtig ist. Ne? Oder so, nicht so wie Rolling Stones, Street Fighting Man oder so. Ne? Einfach so, oder einfach irgendwo anders leben, anders machen. Ich mach, was ich möchte. Einfach losziehen, gegen den Strom. Krempen in der Gruppe oder mal allein zum Rockkonzert. Doch das ändert sich 1976 für Matthias. Er wird Vater. Kurz vor der Geburt des Kindes, 16. November. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wolf Biermann, Sänger und Liedermacher aus der DDR, darf nicht mehr zurück. Wir haben es ganz schlicht im Radio gehört, in den Nachrichten, und waren natürlich sofort erschrocken und sind losgelaufen. War ja nicht weit bis zu den Freunden, habt ihr gehört, und klar. Und man spürte auch sofort schon die Spannung in der Stadt. Also in Jena war das immer sehr deutlich, wenn irgendwas passiert war, hat die Luft geknistert, ja. Die junge Gemeinde in Jena schließt sich sofort dem Protest der Ostberliner Künstler an. Sie sammeln Unterschriften. Matthias soll die Liste weiterleiten. Einer aus der Gruppe verrät ihn. Jetzt ist Domaschk ein Staatsfeind. So wie Eva Maria und Nina Hagen, Manfred Krug und andere. Ausnahmezustand in Jena. Eine Verhaftungswelle setzt ein. Dann war das wie im Film. Auf einmal flog die Tür auf, die Staatssicherheit kam da reingestürzt, ne? Und hat uns da alle verhaftet, ne? Und wir mussten da alle mit erhobenen Händen stehen. Da wurden dann einzeln
runtergebracht auf die Straße, ne? Und jeder wurde einzeln mit Autos weggefahren und dann wurden wir verhört und wir wussten überhaupt nicht mehr, was los ist. Jena, Kreisdienststelle der Stadtsicherheit. Matthias und Renate sind verhaftet. Sie sitzen in Nachbarzellen. Die hochschwangere Renate wird verhört und erniedrigt. Ich musste mich oft aufs Klo setzen und da stand ein fremder Mann vor mir und hat mir zugeguckt. Das muss ich mal vorstellen. Die Toilette ist sonst ein Ort, wo man vielleicht mal auch gerade ein paar Tränen ablassen kann, um sich zu erleichtern, ja. Renate wird am Abend freigelassen. Matthias aber soll glauben, sie ist noch da. Die Stasi täuscht den werdenden Vater. Er sagt, plötzlich fing es nebenan in der Zelle an zu schreien. Und er hat halt gedacht, dass ich das bin, weil er hatte mich ja mittags da reingehen sehen in die Zelle. Und er hörte also ganz furchtbare Frauenschreie. Und hat natürlich Angst gekriegt, dass mir jetzt was passiert ist, dass die Geburt angefangen hat oder dass ich gequält werde oder was. Und ist dann tatsächlich also heulend zusammengebrochen und hat dann auch geredet. Den hat das alles so fertig gemacht, ne? Und Renate hatte schon richtig einen großen, dicken, runden Bauch und das war alles nicht so ganz einfach für die und so. Da gibt es so Momente, ne? Weißt du kannst dann zu jemandem sagen, egal was gelaufen ist, mal vergiss es oder so. Ne? Das hat ihn schwer, schwer, schwer mitgenommen. Also ich glaube, er ist nie wirklich drüber hinweggekommen. Und er hat oft gesagt, wenn mir das Schwein bei Nacht begegnet, dem hau ich eine rein. Oder sowas, ja. So, da wo man die Wut gespürt hat und die Verletzung auch. Dass die es geschafft haben, sowas mit ihm zu machen. Matthias erzählt Renate von Horst Köhler, dem Stasi-Verhörer. 4 Jahre später wird ihn Domaschk wiedersehen, Augenblicke vor seinem Tode. Dezember 1976, Julia kommt zur Welt. Die Familie ist jetzt sein Lebensmittelpunkt. Vor allem, als dann unsere Tochter da war, hat er sich rührend auch so um das äußere Leben drumherum so gekümmert. Das Kind musste Mozart hören. Auch andere Musik, ne? Abgespielt und sich mit dem Kind auf dem Bauch einfach auf die Couch gelegt, Musik gehört. Der Kinderwagen gehört nun zum Freundeskreis. Und die Sorgen von Matthias' Eltern wegen der politischen Aktionen ihres Sohnes. Der Vater von Domaschk ist SED-Genosse. Matthias hat immer so einen Weg mit Kompromissen gesucht, ne? Oder hat sich wieder an Sachen beteiligt, hat dann wieder zurückgesteckt, weil die Eltern sich das gewünscht hatten. Und der Vater sagte, du, ich bekomme wegen dir Schwierigkeiten und so. Ja, dass er nicht immer ganz leichte Entscheidungen hatte. 1977. Domaschk darf wegen des Biermann-Protestes sein Abitur nicht machen. Pfingsten fährt er mit Renate nach Prag. Sie berichten der Menschenrechtsgruppe Charta 77 von den politischen Ereignissen in Jena. Es war ganz gefährlich. Natürlich war uns das bewusst. Es war einfach die Entscheidung, also nach allem, was da vorgefallen war, konnten wir nur noch entweder vorwärts oder aufhören. Wir haben uns für vorwärts entschieden. Im Frühsommer 1977 ist die Liebe vorbei. Renate und Matthias trennen sich. Er muss zur Armee. Danach will er das Abitur nachholen und studieren. Matthias hatte die Vorstellung gehabt, dass man die NVA, indem er einfach anders lebt, andere Ideen mit hinbringt, andere Gedanken mit hinbringt und die zur Diskussion stellt, dass man da irgendwas beeinflussen kann. Er selber hat selber gemerkt, dass es nicht möglich war, dass die Strukturen und vor allem die Offiziere so viel Macht hatten, dass das alles nicht möglich war. Als Soldat schreibt er unzählige Briefe und Gedichte. Nach Liebe fragen kann ich nicht. Nach Schönheit fragen will ich nicht. Aber nach unserem Leben. Denn es ist Liebe und Schönheit. Domaschk schreibt in den Briefen von der Armee alle Worte klein. Nur suchen nicht. Das Suchen, sich selbst suchen, beschäftigt mich auch. Seine Zeilen werden politisch. Immer mehr Briefe verlassen illegal die Kaserne.
Den NVA-Dienst bezeichnet der Rekrut längst als ekelhaft. Er war vorher eigentlich so ein, also ein ganz liebevoller, lustiger, kreativer, sanfter. Und das hat sich geändert bei der Armee. Mai 1979. Domaschk kommt von der Armee zurück. In der jungen Gemeinde lernt er Kerstin Hergert kennen. Dann haben wir natürlich auch alle zusammen was gemeinsam gemacht und erlebt oder so. Ne? Kerstin war seine Freundin. Ne? Er hat sogar drüber nachgedacht, ob er sie heiratet. Und das zeigt einfach, dass da eine sehr tiefe und eine feste Beziehung war. Im Sommer 1980 fahren die Freunde in die Masuren. Einige trampen weiter nach Danzig zu den Solidarność-Streiks. Für das kommende Jahr plant Matthias ein Treffen mit der Tochter Julia. Die lebt inzwischen mit der Mutter in Westdeutschland. Geplant war, dass wir uns am 1. Juni-Wochenende am Balaton treffen wollten, in Ungarn. April 1981, Ost-Berlin, der 10. SED-Parteitag. Aus Angst vor Protesten startet die Stasi die Aktion Kampfkurs 10. 10. April, Jena, Saalbahnhof, 17.50 Uhr. Domaschk und Rösch fahren nach Berlin. Wir beide waren eingeladen von einem Freund zum Geburtstag. Und das war ein Freund von uns, den wir sehr mochten, mit dem wir auch viel so in der DDR unterwegs waren und uns immer in verschiedenen Städten getroffen hatten und viel erlebt hatten. Domaschk und Rösch ahnen nicht, dass die Stasi die beiden schon längst im Visier hat. Da haben wir uns dann so gegenüber in zwei Abteile gesetzt, ne, die ganze, jeder eine ganze Bank. Und wir beide haben es uns dann gemütlich gemacht, haben uns Schuhe ausgezogen, hingelegt und haben einfach geschlafen. 21.45 Uhr, Jüterbog. Die Stasi befiehlt den Zugriff. Die Transportpolizei holt Domaschk und Rösch aus dem Zug, führt sie ab in die örtliche Polizeistation. Dort werden sie verhört, 23 Stunden ohne Schlaf. Danach Abtransport nach Gera mit Stasi-Begleitung. Und der Offizier sagte dann nur noch zu uns hier, Hände unter die Oberschenkel, nicht mehr miteinander reden, keinen Kontakt zueinander. Und er wäre ein sehr guter Schütze und könnte innerhalb von 7 Sekunden nach uns schießen. Und in Gera fuhren wir dann ins Stadtzentrum und hielten dann vor einem riesengroßen Rolltor mit einer Mauer an. Da wussten wir, aha, jetzt kommen wir ins Gefängnis. Da war dann erst so rechts so ein Duschtrakt und dann kamen die Zellen. Und in der hinteren Zelle ist Matthias reingerannt und ich bin daneben in die eine weiter vorne rein. Und dann knallten die Stahltüren zu und da war erst mal Ruhe. Die Tortur geht weiter. Verhöre bis in den Morgen. Die Stasi konfrontiert Domaschk mit seinen heimlichen Kontakten zur Charta 77. Hauptmann Horst Köhler aus Jena kommt hinzu, der Domaschk schon einmal verhört hat. 14.15 Uhr, 2 Tage nach der Festnahme. 2 Tage ohne Schlaf. Peter Rösch wird entlassen, Matthias Domaschk ist tot. Der erste Gedanke war, das kann nicht wahr sein. Das war der erste Gedanke. Die Berichte häuften sich und irgendwann war es klar. Die Gefühle zu beschreiben ist schwierig. Es war einfach so ein Loch, wo man reinfällt. Weil eigentlich war es nicht erklärbar. Und dann klingelt es. Und dann kam Patti zu mir und hat mir erzählt, dass Mats tot ist. Dass er das von der Mutter erfahren hat. Naja, und dann ging es mir natürlich super schlecht. Und ich wollte eigentlich nur noch alleine sein. Ja, ich weiß nicht, ich bin nur zusammengebrochen. Also es klang für mich zunächst mal so, als wäre ein Verkehrsunfall passiert, ja. Der Tod von Mats spricht sich schnell rum. Aus der Trauer wird Wut. Die Stasi spricht von Selbstmord durch Erhängen. Freunde sagen, er wurde von dem Apparat getötet. Matthias wollte heiraten und seine Tochter treffen. Warum starb Matthias Domaschk? Die Frage wird immer lauter. Entscheidend ist, er ist bei der Staatsleitung gekommen. Wäre er nicht geholt worden, würde er jetzt noch leben. Also fragt erstmal nicht nach diesen Gründen. Ich habe das schon wohl gemacht, aber ihr nicht. Sondern er ist bei der Staatsleitung gekommen und da liegt euer Zorn richtig.
Schon 4 Tage nach seinem Tod wird Matthias Domaschk beigesetzt. Die Staatssicherheit hat die Beerdigung schnell organisiert. Ebenso schnell verschwindet die Leiche. Sie wird verbrannt. Zur Trauerfeier sind hunderte Freunde und ebenso viele Stasi-Leute gekommen. Eine Provokation. Die Stasi zitiert eine junge Frau, die auf dem Nordfriedhof dabei war. Ihr sollt in unseren Tränen ersaufen. Es geht nicht so weiter in diesem Scheißstaat. Es gab einen Teil der Leute, die dann total resigniert haben und gesagt haben, in der DDR kann man nicht mehr leben. Wir wollen weg. Und dann gab es natürlich auch eine ganze Reihe Leute, die gesagt haben, nee, wir bleiben hier, wir müssen dieses Land verändern. Was hinter den Stasi-Mauern in Gera geschah, bleibt ein Geheimnis. Jede öffentliche Äußerung darüber ist staatsfeindlich und strafbar. Zum ersten Todestag 1982 geben die Freunde eine Anzeige in Regionalzeitungen auf. Sie kaufen hunderte Exemplare und kleben sie in ganz Jena. Die Stasi fühlt sich angegriffen. Solche Aktionen, solange sie dann nicht hinterher jemanden in den Knast befördert haben, haben immer zumindest wieder so ein Stückchen Hoffnung gebracht. So ein Stückchen, dass es da wieder mal einer geschafft hat mit einer Aktion, die also auch nicht eines gewissen Spaßfaktors entbehrte, die aber gezeigt hat, hier haben Leute das nicht vergessen, hier tun Leute etwas dafür und sie sind so clever, dass es noch dazu für Aufsehen sorgt. Karfreitag 1982. Eine Sandsteinplastik zum Gedenken an Domaschk wird aufgestellt. In einer Nacht- und Nebelaktion demontiert die Stasi die Figur und bringt sie weg. Das ist von einem Freund heimlich fotografiert worden. Und ich habe das damals dann in den Spiegel gegeben und der hat das veröffentlicht. Ja, und das hat natürlich Wellen geschlagen. Ne? Kaktus protestiert mit Filmen. Er inszeniert in der jungen Gemeinde 8mm Hinterhofberichte. So zeigt er Haltung den staatlichen und den kirchlichen Stellen. Das hat aber auch wieder den Hintergrund, dass es immer wieder Anfragen gab, was macht ihr denn eigentlich in diesem Laden? Das ist doch nur ein Gammelhaufen und diese ganzen kaputten Typen. Und ich hatte eigentlich im Hinterkopf, ich will einmal was für die Leute hier machen, die es mal die Chance haben, von der Leinwand zu lächeln. Ich will was haben, womit ich also auch diesen Sternkirchentypen mal zeigen kann, so sieht es einfach aus. Gott gab aber auch ein Gehirn zum Denken. Frei denken darf die DDR-Jugend nicht. Viele verlassen nach Matthias' Tod den Jenaer Freundeskreis und die DDR. Andere werden abgeschoben. Auch das wird zum Thema in den Hinterhof-Filmproduktionen. Die sind gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Aber sie sind eigentlich alle nicht gerne gegangen. Geh ich nicht. Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Da haben wir das Birma-Lied, was vielen, vielen aus der Seele gesprochen war. Ich möchte am liebsten weg sein. Am liebsten. 1982. Peter Rösch wird nach West-Berlin abgeschoben. Die Alternative 10 Jahre Knast. Ich hatte eh schon das Problem, dass es immer weniger wurden und eigentlich zu wenig Leute hier waren, mit denen man, wo ich gesagt hätte, die sind eigentlich wichtig. Es ging ja jedes Mal ein Stück von einem selbst mit. Und ich bin aber so ein typischer Stiertyp, so ortsverwurzelt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wegzugehen. Die geblieben sind, haben auch in den 80er Jahren gemeinsame Sache gemacht. Honecker persönlich befasst sich nun mit der aufmüpfigen Jugend in Jena, gibt Anweisungen an den SED-Bezirkschef, auch für die Kirchenwerkstatt Jugend 86 in Rudolstadt. Das Thema war, eure jungen Leute sollen Zukunft schauen. Das war also auch das Auseinandersetzen mit dem Weggehen und Hierbleiben. Was haben wir eigentlich noch für eine Zukunft, wenn die besten Leute gehen? Und 86 war es bereits so weit, dass es ganz viele subkulturelle Strömungen gab. Und davon tauchten erstmalig bei dieser Veranstaltung hunderte von Leuten auf und haben es geschafft, ein Wochenende zu verbringen. Das gab es bis dahin noch nicht in der DDR. Das heißt also, dass Leute, die dann in den Raum der Kirche kommen konnten, einfach da sein, aufgenommen sein, gleichzeitig ja immer auch bestimmte Werte haben vermittelt bekommen können. Dazu gehört zum Beispiel der Wert der Gewaltlosigkeit, ganz eindeutig. Dazu gehört alles das, was sich dann später in der Friedensbewegung artikuliert hat. Solidarität ist ein bestimmter Wert und das sind alles christliche Werte.
Rebellion der Jugend in Jena kurz vor dem Ende des DDR-Regimes. Nach dem Mauerfall stürmen Bürgerrechtler die Archive der Stasi, auch in Jena und Gera. Ich geh kaputt! Das Erste, was mir einfach auffiel in dem Operativplan, das da von den verantwortlichen Offizieren aufgeschrieben wird als Erfolg, dass die Kirchenleitung und ähnliche Leute ihre offizielle Version des Suizids übernommen haben und geglaubt haben. Doch hier stimmt was nicht. In den Stasi-Akten über den Tod von Domaschk tauchen viele Widersprüche und Lücken auf. So variiert zum Beispiel die Todeszeit. Außerdem gibt es eine fragwürdige IM-Verpflichtungserklärung von Domaschk. Hat ihn Stasi-Offizier Köhler dazu getrieben? Köhler, der ihn schon einmal gedemütigt hatte? Der Suizid wird in den Unterlagen nicht zweifelsfrei bewiesen. Der Tod selber, der ist nie verhandelt worden. Und ja, das ist auch nie geklärt worden. Das ist einfach heute mal offen. Die Freunde klagen den Tod von Matthias Domaschk an. Die Justiz der Bundesrepublik Deutschland verhandelt darüber nicht. Die Klage wird abgewiesen. Nur wegen Freiheitsberaubung werden einige Stasi-Mitarbeiter zu Bagatellstrafen verurteilt. Vor der Kamera will niemand von den Peinigern reden. 1996 in Jena wird eine Straße umbenannt. Sie erinnert an den Tod im Stasi-Knast. Das kommentiert Geras Ex-Stasi-Chef Dieter Lehmann heute öffentlich als Domaschk-Lüge. Fakt ist, dass Matthias zu Tode gekommen ist in einer Haftanstalt und nicht in seinem Badezimmer. Mats, so sagen viele seiner Freunde, hat sein Leben verloren, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Er war einer von uns, ein ganz normaler Typ. Natürlich war er kein Held, aber er hat trotzdem gute Sachen gemacht. Natürlich war er kein Märtyrer, er hätte sich das nie vorgestellt. Und trotzdem hat sein Tod in vielen Menschen etwas ausgelöst, was einfach auch weitere Entwicklung beschleunigt hat, ja, oder angeregt hat. Ein bisschen sehe ich es darin, dass das Thema bis heute nicht erledigt ist. Auch das ist schon ein Sinn. Sodass es nicht einfach vergessen und weg und verscharrt ist. Deswegen muss er kein Held sein. Aber er hat seine Wirkungsgeschichte und sein Tod ist nicht ganz sinnlos. Ich habe lange Sorgen und ich fühle mich ganz und gar als Hippie aus dem Underground. Lange Haare, die sind gut, dafür braucht man ganz schön Mut. Weltprotest mit Trempertaschen, abends im Pullover waschen. Ich habe langes Haar und ich fühle mich ganz und gar als Hippie